Official weight, 112 kilos. Professional record, 41 fights. 39 victories, including 37 knockouts with only 2 defeats. From Kiev, Ukraine, and Hamburg, Germany, the 3-time heavyweight world champion, the reigning, defending WBC heavyweight champion of the world, Dr. Eisenfaust, Dr. Iron Fist, Peter Lee. Also die letzten Instruktionen von Jay Nady. Schon gegen Danny Williams, dieser Jay Nady, 62 Jahre alt, der Mann aus Las Vegas. Albert Sosnowski hat die Erfahrung aus fast 50 Profikämpfen und er ist hungrig auf den großen Titel. Keine uninteressante Mischung gegen Oberkörper aus der Gefahrenzone nehmen. Ich muss selbst an. Ich habe da etwas gesehen, so hat er es formuliert. Aber die Ankündigung der lockeren Deckung, die linke irgendwie. Da weiß ich schon mal, ist er linker. Und da wird es richtig gefährlich. Guter Versuch. Bewegen. Sosnowski. Also weg von der Schlaghand von Vitali Klitschko in dieser Szene, denn sonst trifft die unten. Schöne Führhand. Da ranzukommen an den großen Vitali. Aber das ist natürlich nochmal was anderes, wenn man das dann in dieser ersten Runde bessere Treffer von. Leichte Tonprobleme im Moment am Ringen. Es tut mir leid, dass Sie mich möglicherweise gerade nicht gehört haben. Also Fritz Dunek in der Ecke hat gesagt, du machst das gut, stell dich weiter nach vorne. Stehen bleiben und mit der Linken arbeiten. So. Beobachtet und schaut genau, wo da die Lücke sein könnte beim Drachen. Und das war viel zu lang, sollte er ihn auspacken. Und wie viel Zeit bleibt ihm dazu? Stellt sich ans Ringseil und die Idee, Vitali Klitschko zu beschäftigen. Jetzt ist er selbst doll unter Druck. Und da war der linke Haken. Hier macht, schaut genau hin, hat die linke tief hängen, die kann er gut. Das ist zu langsam, was der Pole da probiert. Die linke und die erste gute Kombination. Haben wir ihn noch gesehen, den hat ja schon das Feintuning gesucht und gesagt, Vitali Klitschko dagegen setzen soll, dagegen setzen kann. Er hat so hart die gute Führhand, die durchkommt. 1113 lizenzierte Schwergewicht. Gleich schon zu erkennen bei Sosnowski am linken Auge. Bisschen besser durchkommen. Es geht natürlich um Treffer, es geht um die Härte der Treffer von Sosnowski. Im Ring sein bedeutet, von der Ringmitte aus das Kampfgeschehen zu diktieren, hilft auch. So langsam der Versuch von Sosnowski, er wirkt manchmal ein bisschen. Ja, er bleibt frech. Vitali Klitschko da vorbereitet. Wir öffnen sich auch für sie. Wird in der Pause auch immer sehr zufrieden. Jetzt hat er natürlich viele Anmerkungen, was man
beiden, Vitali und Fritz Dunek, die, da hat er den Ehrgeiz, den man braucht. Diese Runde wieder ein bisschen vernachlässigt. Bessere Runde wiederum von Weltmeister Klitschko. Hubert Min aus den USA und Sergio C haben zu diesem Zeitpunkt Vitali Klitschko klar vorne. Es gibt ja ganz selten. Er bereitet seine Aktionen nicht vor. Er versucht den vorderen Fuß oder auf dem hinteren. Da entscheidet sich eben auch einiges. Steh vorne, also auf dem vorderen Fuß und dann geschlossene Deckung. Kam da trotzdem die linke durch. Schön klein Sosnowski. Der linke Haken von Klitschko zu hoch angesetzt. Boxt Vitali Klitschko. Wieder. Hier nochmal schöne Treffer von Vitali Klitschko. Sollte, er geht falsch rum. Er geht immer, wäre der Weg zu lang. Und er könnte auch versuchen, Klitschko mehr zu beschäftigen. So. Gut, der Treffer. Oh, der ist mitgenommen. Da war die Links-Rechts-Kombination am Ende noch geworden. Hier mal die Führhand. Meisters. Gute Runde. Wiederum. Und nicht so schnell. Winkel möglicherweise die Lücke findet. Da war die rechte drin. Da bislang nur selten ausgepackt. Da kommt die linke durch. Der Dragon Sosnowski, der Drache. Der bislang. Der Willis. Das Ganze auch umzusetzen. Zögerliche. Wilder Versuch mit dem linken Haken. Immerhin ein Versuch. Und das wird sofort honoriert. Auch vom Publikum. Die Mated. Eine von Vitali Klitschko und der Schlagtechnik. Fyodor Lapin. Da ist er links im Bild. Und dann hat er, wenn er den Oberkörper nach hinten nimmt, eine wunderbare Beine einsetzen. Der andere redet von den Händen. Der nächste sagt möglicherweise viel zu viel, was da auf ihn einprasselt. Denn es soll ein Kampf werden, an den man sich noch lange erinnern wird. Hat zurückgezogen, hat man richtig gesehen in dieser achten Runde. Hinhaben willst, was immer das am Ende bedeuten soll, wieder ein bisschen aufzupolieren nach dem Punktsieg zuletzt. Mittlerweile im Weltergewicht angekommen, ist gerade in den Kongress im Moment als bester Boxer Gewichtsklasse. Wartet dann auf diese Attacken und die Kombination. Sosnowski auf den Beinen. Oh. Gute Runde, Klitschko. Das sollte zeigen, geh ruhig schon mal in deine Ecke. Noch ein bisschen Zusatzmotivation. Und hört da wahrscheinlich auch gar nicht so genau hin und vielleicht und kassiert die Rechte und bleibt trotzdem stehen. Unterschied über 10 Kilogramm Gewichtsunterschied erhalten. Halten können. Es fehlt nicht mehr viel. Es kommt links, rechts. Der Kampf ist aus. Jay Nady. Und da sitzt er immer noch in seiner Ringecke. Momente war am Ende dennoch chancenlos. Genau wie es Fritz Dunek gesagt hat.
Hinten raus werden wir es schaffen. Hier, das waren die guten Treffer, die links-rechts. Der 31-Jährige, ja, links-rechts. Perfekt gemacht. Die kamen so schnell. Sofort ab. Der 40. Sieg für Vitali Klitschko. Der 38. vorzeitige Erfolg schon gemacht hat. Also eine tolle Leistung von Vitali Klitschko. Wir sind gleich wieder hier zurück. Der angekündigte Knockout auf Schalke in der vierten Titelverteidigung von Vitali